Ein nächtlicher Marathon mit vorsichtig ausgedrückt teilweise undurchsichtigen Ergebnissen. Wir blicken zurück auf einen Bund-Länder-Gipfel, der viele Bürger ratlos zurücklässt. Wir sprechen nun mit Christina Dunz, der stellvertretenden Leiterin des RND-Hauptstadtbüros. Hallo Christina. Hallo Roman. Ja, knapp 13 Stunden haben die Verhandlungen gedauert. Es gab eine stundenlange Pause und die Ergebnisse werfen einige Fragen auf. Was war das für eine Nacht und warum waren die Beratungen eigentlich so lange? Das war schon eine denkwürdige Nacht, selbst für Ministerpräsidentenkonferenzen. Der große Knackpunkt war, wie kommt man jetzt durch diese dritte Welle? Wie kann diese dritte Welle gebrochen werden? Und da haben sie stundenlang darum gerungen, welche Maßnahmen verschärft werden können. Und das sehr Interessante daran ist, es gab also ja am Morgen einen Beschlussentwurf, in dem war eigentlich vorgesehen, dass über die Osterfeiertage Kontaktbeschränkungen gelockert werden, also so wie Weihnachten. Und weil sich Weihnachten die Deutschen so gut verhalten hätten, könnte man das auch Ostern wieder machen. Das heißt, ein paar mehr Leute zum eigenen Hausstand treffen, als das jetzt möglich ist mit einem weiteren Hausstand, beziehungsweise maximal 5 Personen. Das ist ganz aus dem Beschluss geworfen worden und im Gegenteil, es wurde verschärft, dass diese jetzigen Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben, aber zusätzlich, dass das Land runtergefahren wird vom 1. April bis zum 5. April und das nennt man etwas schmeichelhaft eine erweiterte Ruhezeit, also Donnerstag vor Ostern zu Samstag zu, so richtig verstehen kann das im Moment eigentlich keiner. Du hast den Oster-Shutdown, so nennen wir ihn mal, angesprochen, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Supermärkte einfach einen Tag vorher und wahrscheinlich noch brechend voller sind als sowieso schon, wenn Feiertage anstehen. Wie kam die Runde zu diesem Beschluss? Wie hat man versucht, das dann auch letztlich zu erklären? Was genau dazu geführt hat, das kann ich gar nicht sagen. Und so richtig erklärt haben die drei, also die Kanzlerin, der bayerische Ministerpräsident und Berlins regierender Bürgermeister, das dann nicht. Sie haben das festgestellt und sie haben das auch so in einem Brustton der Überzeugung, dass das jetzt das Richtige ist, getan. Und auch auf Nachfragen, was darunter jetzt genau zu verstehen ist, wurde also noch so ein bisschen gesagt, also analog der Sonn- und Feiertag, aber Tankstellen dürfen auf sein, vermutlich dürfen Bäckereien auf sein. Es ist dann formuliert worden als Lebensmitteleinzelhandel im engeren Sinne. Das schafft gleich die nächste Unsicherheit. Also man kann dazu nur sagen, die Supermärkte sind zu. Und das nicht mit eingerechnet wurde, dass bei einer 5-tägigen Pause, wenn man denn dann noch irgendjemand treffen möchte, man mehr einkaufen muss und früher einkaufen muss, das bleibt völlig unberücksichtigt und es scheint mir ehrlich gesagt auch wirklich nicht durchdacht. Auf der Pressekonferenz anschließend hast du noch mal nachgefragt, ob es nicht mal Zeit ist für Eingeständnisse. Wie hat Bundeskanzlerin Merkel darauf reagiert? Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht so richtig verstanden hat, wonach ich fragte. Sie bemüht sich in der Regel, Fragen gut zu beantworten und sie hat dann darauf verwiesen, wir haben doch am 3. März das Instrumentarium dafür geschaffen und damit meinte sie die Notbremse, also bei höheren Inzidenzzahlen als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen muss wieder runtergefahren werden, muss der Zustand vor dem 7. März, wie er galt, hergestellt werden. Und sie fand sich damit im Recht. Und dann dachte sie noch mal so ein bisschen nach und sagte, ja, wir sind ein Risiko eingegangen. Das war das, was sie so einräumte. Und man kann nur sagen, dieses Risiko ist, also man ist damit doch gescheitert mit der Variante, weil die Zahlen wieder so schlecht sind. Und der bayerische Ministerpräsident Söder hat gesagt, er hat kein schlechtes Gewissen, er hat ein gutes Gefühl. Und auch Berlins Bürgermeister Müller sagte, nein, wir bemühen uns doch und wir öffnen doch, wo wir können. Aber ich hatte das Gefühl, es ist diese Selbstreflexion nicht da, was das jetzt für die Menschen im Land bedeutet, die auf Ostern blickten und gesagt haben, irgendwie, wenn wir es bis Ostern geschafft haben, dann sind wir durch. Das hat es monatelang geheißen. Jetzt wird genau Ostern der ganze Laden wieder zugemacht. Und mein Gefühl war in der Pressekonferenz, dass das nicht nur nach 13 Stunden Verhandlungen so war, weil alle müde waren, sondern dass wirklich diese Rückkopplung mit den Menschen gar nicht gesehen wird und dass man jetzt einfach mal die Bremse reinhaut und versucht, damit nochmal die Zahlen zu senken, aber dass das nicht wirklich ein durch,
durchdrungenes, langfristiges Konzept ist. Ja, was bleibt, ist eine Nacht, nach der die Entscheidungsträger etwas hilflos wirken. Vielen Dank für die Einschätzung an Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Berliner R&D-Büros. Dankeschön. Sehr gerne. Was vor allem bleibt, ist Unverständnis und damit steigt die Gefahr, dass die Bürger noch weniger das, was politisch entschieden wird, mittragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.